Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum alles entscheidenden WWE vs. ROH Tag Team Unification Match! Die Road Warriors Hawk on Animal gegen Outlaw Inc. bestehen aus Eddie Kingston und Homicide. Oh yeah, baby. Und das ist wirklich das alles entscheidende Match. Das letzte WWE vs. ROH Match. Und da geht es um alle Titel. Die Titel werden vereinigt am heutigen Abend. Dann haben wir nämlich beim nächsten Universe-Bonus nur noch einen Tag Team-Titel für beide liegen. Glaube ich gar nicht. Nicht? Glaube nicht. Glaube nicht. Da wir werden im nächsten Jahr so viele Tag Teams haben, die sich nur um einen Titel streiten, das glaube ich irgendwie fast gar nicht. Da sind sie! Die Road Warriors! Oh, what a rush! Göttlich, die Road Warriors, the Legion of Doom! Hawk and Animal, originale Entrance. Richtig nice. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr geil. Ja. Das sieht wirklich fantastico aus. Die Road Warriors. Lights out. Ja, das wird ein sehr interessantes Match werden. Die haben sich bewiesen, haben die Evolution geschlagen und sind seitdem fantastisch. Haben auch immer klasse Matches gewirkt, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Oh ja. Aber Outlaw Inc. natürlich auch ganz groß. Haben das beste ROH-Team der Welt entthront. Haben die Schreckensherrschaft von... Stimmt, das ist ja gar nicht. Die haben ja von London Kendrick gewonnen. Stimmt, London Kendrick hatten ja die Schreckensherrschaft beim Rumble beendet. Genau. Und dann kam erst Outlaw Inc., aber Outlaw Inc. war auch fantastisch. Und da sind sie, Eddie Kingston und Homicide. Und ich muss einfach sagen, Homicide sieht so groß aus. Ja, mit dem Tuch dazu. Ja, richtig, richtig stark gemacht. Ja. Eddie Kingston und Homicide. Gerade eben hat WWE gewonnen. Brock Lesnar hat CM Punk vernichtet. Ja. Steht was nun? 3-3 im Tippspiel, ne? Das heißt, es steht quasi gerade 358 zu 358. Ist richtig. Und wäre lustig, wenn einer mit 360 rausgeht. Oder wir beide mit 360 am besten noch. Nein, das wird hoffentlich nicht passieren. Das kann gar nicht passieren, weil... Doch, das kann leider nicht passieren. Okay, mein Tipp. Ich will nicht zu Copacabana tanzen müssen vor der Cam, ne? Doch. Nein. Doch. Deshalb nehme ich den sicheren Tipp und nehme Outlaw Inc. Echt? Ja. Das ist dein sicherer Tipp? Das ist mein sicherer Tipp. Hey. Ich bin deswegen etwas erstaunt, weil... Weil? Ignoriert den Grafikbug, ne? Das sieht sehr geil im Übrigen gerade aus. Weil ich dachte, dass dein sicherer Tipp eigentlich die Road Warriors sind. Ne. Okay. Buh. Dann sag ich jetzt mal Road Warriors. Ich habe immer gegen die Road Warriors getippt. Und immer haben sie bis da... Oh, Riesenstart. Und eigentlich haben sie dann immer gewonnen. Mal sehen. Ich hoffe, dass ich... Ich finde Outlaw Inc. Tag Team-mäßig gesehen war ROH doch deutlich ganz besser. Ganz groß, ganz groß. Ja, ja. Deshalb Outlaw Inc. Aber natürlich wäre Second City Saints gegen Evolution das wirkliche Finale viel größer gewesen. Aber man kann halt nicht verhindern, dass die Titel wechseln. Ja, das ist richtig. Und schon geht's nach draußen. Oh, oder? Fast geht's nach draußen. Oh, was für Closer. Es geht doch nach und draußen. Und zack, Animal landet draußen. Jetzt hat sich aber Hawk hier Eddie Kingston geschnappt. Und Animal kommt rechtzeitig rein und sagt, so nicht, du Arsch. Und wuhu. Schoppt den erstmal. Ich erwarte hier aber schon ein etwas längeres Match. Also die 20-Minuten-Marke, denke ich mal, werden wir knacken. Oh, Jumping Elbow, wunderbar von Eddie Kingston. Eddie Kingston und Animal, die hier gerade anfangen. Und Backbreaker. Ja, geil, Backbreaker, Neckbreaker-Kombination. Aber Outlaw Inc. hatten in den meisten ihrer Jumping Fist Drop. In den meisten ihrer Tag-Team-Matches aber doch eigentlich Extreme Rules, ne? Ja, das kann gut sein. Und deswegen glaube ich, dass in einem reinen Match, reinem Tag Team Match, ohne No DQ. Oh, Jacuzza-Kick. Au. Hauptsache, der wechselt nicht mal zu haben, der will einfach nur ein Big Boot zeigen. Ja. Dass da vielleicht die Road Warriors die größere Chance haben. Ich weiß nicht, sie haben mich schwer begeistert, sie haben die Evolution entthront. Das ist, glaube ich, mehr wert als alles andere bisher. Oh, ja. Und deswegen sage ich, dass. Wobei es wäre natürlich hart, wenn auch WWE dieses Match gewinnt, ne? Aber ich glaube, es wird passieren.
Allerdings muss ich auch ehrlich sein, ich bin fest davon ausgegangen, dass du Road Warriors nehmen wirst. Und ich hätte dann natürlich Safe Outlaw Inc. genommen, weil alleine wegen der allertödlichsten Spinning Backfist von Eddie Kingston kann hier ganz schnell Feierabend sein. So schaut's aus. Aber mal ganz schnell. So, oh. Ref darf auch mitcatchen und dann, oh, schöne Konter von Eddie Kingston. Back Elbow von Kingston. Wrist Lock und Snapmare. Elbow in einfach noch Elbow in den Nacken. Jumping Elbow Drop. Ah, das ist natürlich, wenn da auch mal gute knapp 200 Pfund da mal eben fast 2 Meter hochspringen und dann drauf knallen. Das ist effektiv als so einer, wo sich an einem nur fallen lässt. Ausgekontert von Kingston, Whip in und Exploder! Das meine ich, das sind halt die harten Moves, die ROH-Wrestler zeigen. Ja. Oh, aber da haben wir. Oh, da rettet Homicide Eddie Kingston. Aus dem Back Suplex oder sowas. Und dann greift er ein und verhindert die Aktion. Wow. Großartig gemacht von Homicide. Ja, die aber sind halt als Tag Team echt riesig, Outlaw Inc. Jetzt wollte er eigentlich wechseln, aber hat gesehen, Eddie Kingston ist ein bisschen groggy hier. Oh, eine harte Close. Kassiert er trotzdem. Jetzt aber der erste Wechsel in diesem Unification-Match. Zu Homicide. Und der lässt Hawk aber wechseln. Hawk wechseln. Das heißt, wir haben jetzt Hawk versus Homicide. Ja, geht schon mal gut los. Whip-In von Hawk. Ja, definitiv mit zwei der besten Tag-Teams hier in diesem Universe-Treffen hier aufeinander. Also da warte ich auch natürlich clevere Tag-Team-Action. So, sorry für den kleinen Cut. Ist uns die Batterie ausgegangen. Aber jetzt geht's weiter mit dem Back-Body-Drop von Hawk. Und die Road Warriors, die müssen jetzt meines Erachtens mal ein bisschen ranklotzen. Besser wär's, oder? Denke ich. Side-Rush und Leg-Sweep. Aber bisher ist das ja gar nicht so schlecht, was selbstverständlich Outlaw Inc. da schon wieder machen. Aber das erwarte ich auch. Die haben ja wirklich begeistert. Ne? Gerade gegen Kendrick und London ein fantastisches Match gezeigt. Und Homicide. Nee. Andernfalls muss sich Outlaw Inc. natürlich auch nochmal richtig beweisen, denn. Lockup, aber den sollte Hawk für sich entscheiden. Ja, das ist richtig. Und Back Suplex. Denn sie sind ja eigentlich nur einen Monat Champion bisher und das ist ihre erste Titelverteidigung und das ist gleich eine Vereinigung. Also. Da kann man jetzt natürlich zeigen, ob man zu Recht Champion geworden ist. Oh ja, und Bang! Was ein Kick. Und Whip in. Oh, jetzt in die Ecke von Eddie und da kommt nicht die erste Tag Team Aktion. Und erstmal ein Elbow Drop weiter auf Homicide. Homicide natürlich vom Größenverhältnis hier ein klarer Schwachpunkt. Ja. Aber es ist halt Homicide. Aber er hat die Technik und die Geschwindigkeit. Ganz genau. Und. Oh, Reverse DDT. Ihn hoch. Und Homicide wieder mit einem Tritt in den Rücken, einen kräftigen Tritt. Und. Oh! Dropkick. Riesen Dropkick, wie weit Hawk gleich geflogen ist, ne? Oh ja. Und kommt es jetzt endlich dazu? Wieder nicht. Hawk verteidigt das Weltklasse. Und. Zweimal der Gut Kick. Und. Armbreaker. Was für einer. Oh ja. Und jetzt, aber wieder jetzt dafür Wristlock von Homicide und wieder der Versuch eines Whip-Ins, der geht durch. Ah, oh, oh. Gleich mit dem Running Forearm Smash. Da geht der nächste und wieder Dropkick. Oh, Homicide macht das Weltklasse gegen Hawk. Und nochmal, Alter. Also Hawk findet kein Mittel gegen diese Dropkicks. Nee, bisher nicht. Duckt sich weg und Reverse DDT nochmal. Alter, das macht Outlaw Inc. hier sagt auch Homicide. Sagt dir ein sicherer Tipp, ne? Ja, das ja. Oh, was für ein Backbreaker! Starke Aktion von Homicide. Na, ich weiß nicht. Und Elbow in den Rücken. Was wolltest du sagen? Ich weiß nicht, ob das so sicher ist. Doch. Die Road Warriors haben ein immenses Potenzial einzustecken. Das haben sie auch schon in Evolution bewiesen. Ja, genau das meine ich. Und Side Russian Leg Sweep. Sehr schön. Das ist sie, die WWE-Aktion. Zack, Elbow Drop. Und okay, Running Power Slam. Ja, das sind halt die Aktionen von den Road Warriors, die ganz großen, die starken, die kräftigen Aktionen. I-Rake und was für ein DDT. Und der Wechsel Homicide. Eddie Kingston freut was sich. Was für ein brutaler DDT von Homicide. Nochmal, um zu wechseln. Unfassbar.
Kingston schnappt ihn sich jetzt hier und Northern Light Suplex ohne Bridge. Er weiß schon, dass mit er dem weiß, Cover das ist macht so jetzt noch keinen Sinn. Nochmal Jumping Elbow Drop. Aber Hawk hat viel einstecken müssen die letzten Minuten. Ja, definitiv. Gut Kick. Oh, Wristlock jetzt mal von Hawk. Hawk ist aber noch da. War gekontert. Kommt der Whip in die Ecke, oh, kommt jetzt hier. Yakuza-Kick wieder. Nee, ganz eine andere Aktion. Oh, was ne. No, Elbow-Kombination. Hawk sackt zusammen. Und Elbow Drop. Alter, Riesenkombination hier von Eddie Kingston. Und packt ihn sich hier und. Oh, wunderschöner Belly-to-Belly-Suplex. Was ein Belly-to-Belly-Suplex? Mit eingeklemmten Armen. Oh ja. Riesig von und Eddie Kingston. Oh, jetzt wird er abgefangen. Aber Enzigiri! Also Hawk hat riesige Probleme hier. Der will jetzt, glaube ich, auch wechseln. Alter, das aber geht jetzt doch gar nicht. Kommt der Wechsel? Ja, Animal darf jetzt wieder rein. Animal gegen Eddie Kingston, so wie wir angefangen haben. Wurde aber auch höchste Zeit für Hawk. Allerdings, ey, Hawk. Oh, Snap Suplex von Animal. Der hat so eingesteckt, der Hawk. Hat aber noch Zeit draußen am Ringseil zu fuchteln. Wie so. Ja. Oh. Und aber Kingston hat erst recht keine Lust, jetzt hier auf dem Boden liegen zu bleiben. Oh ja, der möchte jetzt hier das Ende schon einläuten. Whip kommt in die Ringecke. Oh, Alter. Oh my fucking God. Snake Eyes. Oh, nein. Und jetzt kommt der Big Boot. Boom. Oh, und Leg Drop. Yes. Boom. Oh shit, das sieht auch nicht gut aus. Animal kommt rein und kassiert. Ja. Und es Billy Backfist? Nee. Nein. DDT. Oh! Was für ein DDT. Oh my fucking God. Der DDT. Haben wir schon die Unification hier? One. Nein. Okay, Animal kriegt die Schulter natürlich nochmal hoch, aber was für eine unfassbare Kombination an Moves. Das war wirklich ganz schön krass von Eddie Kingston. Ich sag ja, das ist Outlaw Inc. macht das. Und die sind ein unfassbares Nein, gekontert von der Animal. Aber trotzdem ist Kingston sofort wieder am Start. Der wechselt jetzt aber lieber zu Homicide. Gut, er hat eine Kombination gezeigt. Ja. Nicht von dieser Welt. Da kann man auch direkt wieder raus. Und Reverse-Deals. Ja, irgendwie kommen die Road Warriors gar nicht rein in das Konzept von Outlaw Inc. Guck dir das an, er tritt ihm einfach ins Gesicht und Eddie Kingston freut das richtig. Ja, weil das sieht halt gut aus. Und wie ist jetzt? Jetzt kommt der Wechsel, aber Hawk hatte nichts gezeigt. Wechselt wieder aus und Hawk hat, oh, zu viel eingesteckt vorher schon und steckt jetzt weiter ein. Das sieht nicht gut aus. Also ich glaube, so langsam sollten sich die Road Warriors hier was einfallen lassen. Und, oh, eingesprungener DDT. So ein Guillotine-DDT. Ja, Guillotine-DDT. Alter, was für Aktionen das aber auch sind. Und nochmal Guillotine-DDT, um Gottes Willen, ey. Und wieder der Double Footstop. Alter, die Kombinationen von Outlaw Inc., ne? Scheiße. Also die hätten wir auch früher entdecken müssen. Oh, oh ja. Oh, guck, das interessiert ihn gar nicht. Ja. Der wartet zu lange, und oder? Dann jetzt kommt Neckbreaker. Ist das nicht sein Finisher? Neckbreaker. Nee, das war nicht der Finisher. Das ist der Finisher von Hawk, ja. Was das? Ja, weiß ich nicht, aber das war wieder der Finisher. One, two. Aber Kickout auch von Homicide, aber das ist der Finisher. Ja, okay. Und? Oh, Kimura Lock? Kimura Lock von Homicide. Ja, aber vor den Augen von Animal, das wird jetzt wohl nichts bringen. Frech, aber von Homicide. Ja. Und Reversity. Wenn wir hier nochmal den Kopfkiller sehen, ne? Dann mag ich aus. Oh, und, ja. Boah, guck dir diesen Dropkick. Die, ich glaube, das fand Homicide halt auch gar nicht gut, dass er den Neckbreaker nehmen musste. Nee, ich glaube nicht. Der Wechsel zu Kingston und auch der Wechsel zu Animal wieder. Und das hat er schon. Komm her. Ja. Wir machen hier gleich Schluss. Aber Riesenmatch bisher. Oh, Backbody Drop von Animal. Ganz groß und, ich dachte jetzt schon, dann wird es vielleicht mal ein Camel Clutch oder so. Vielleicht bei einer Submission, aber nein. Ja. Oh, Running SEO von Animal und Elbow Drop hinterher. Stark, jetzt kommen die Road Warriors vielleicht mal rein. Ins Match, oder? Nein. Boom, und dann so ein harter Running DDT. Drachen der DDT. Cover-Versuch. One. Nein, nur bis eins. Da geht der Hawk auch sofort wieder raus. Ja, das sieht er, das bringt hier noch nichts. Nicht diese Kombination. Eddie Kicks hier fast wieder mit. Oh, die stimmt, aber was eine Clothesline. Harte Clothesline von Animal. Schlag. Riesenschlag ins Gesicht. Und da kommt der Hottag. Geht hier nicht durch. Pass auf, jede Wette. Ja. Welche Überraschung. Welche Überraschung, richtig. Und der Wechsel zu Homicide. Wir haben also wieder Hawk, Homicide und Animal. Damit Kingston. Kommt Hawk eh nicht klar. Das wissen wir schon. Ja. Das ist der brutalste DDT, den ich jemals gesehen habe, ne? Oh, und dann wieder dieser krasse Dropkick, wo gefühlt deine ganzen Rippen brechen. Und wieder der Wechsel, ja, die Leute. Die Road Warriors wissen auch nicht, wie sie dagegen ankommen sollen. Nein, Whip-In, nee, geht nicht durch. Oh, jetzt habt ihr ihn doch in der Ecke, jawohl. Jetzt vielleicht mal eine Double-Team-Aktion.
Und was haben sie vor? Vintage Drop to Holder. Ah, Gatlys. Das ist Vintage. Wenn es funktioniert, ist es Vintage, richtig. Oh, Rings of Saturn! Muss haben es halt tappen! Muss haben es halt tappen! Kingston ist da. Kingston ist da. Und geht wieder aus dem Ring natürlich. Muss er, ja. Vielleicht kommen sie jetzt so bei mit Double-Team-Aktionen. Und Vintage Drop to Holder Elbow Drop. Göttlich. Leute, wenn ihr Wrestler erstellt, gebt ihnen auch vernünftige Double-Team-Moves. Was hat Animal dahin? Und die haben bestimmt noch andere, nur nehmen sie halt immer denselben. So, was ist jetzt hier los? Homicide, nicht aufgepasst. Russian Leg Sweep. Wusste wahrscheinlich gar nicht, wo Animal ist. Oh, und Eye-Poke, ja. Jetzt wird's frech von Homicide. Das nice. Ist natürlich nicht in Ordnung und da kommt der Wechsel zu Eddie Kingston. Hat so einiges eingesteckt, Homicide. Jetzt kommt der Wechsel. Es haben beide Teams, also ich glaube, wobei Eddie Kingston hat am wenigsten eingesteckt. Ja. Aber so, ansonsten haben alle gut eingesteckt. Jetzt auf vielleicht mal Back Suplex von Animal. Und wechselt zu, also ich glaube, keine Teams wechseln öfter als die, ne? Ja, ist echt so. Aber das war auch gegen Evolution. Ja, so. Ja, das hat ihnen den Sieg gebracht, weil die so viel gewechselt haben. Und hebt ihn hoch nach der Clothesline-Schläge. Aber dann kontert Kingston ihn aus, greift ihn sich hier und... Es folgt... wieder ganz groß technisch und Bell-to-Bell Slam von Hawk. Großartig, das Match. Das ist genau das Niveau, was wir hier bei WrestleMania haben wollten. Zwei der besten Tag-Teams in diesem Universe treffen aufeinander und genau das sieht man hier auch. Also ganz groß. Und der Wechsel zu Homicide. Jetzt wechselt auch Outlaw Inc. häufig. Ja. So, Hawk wollte es jetzt hier gerade mit beiden aufnehmen, muss aber merken, dass es das zu viel ist. Schlag auf den Arm nach dem Wristlock. Greift ihn sich. Oh, aber Hawk gedreht, kontert, aber auch Homicide hier mit dem Drop-Toe bringt ihn auf den Boden. Cover-Versuch. Ja, nach dem Drop-Toe ist natürlich auch eher... semi-erfolgreich bis 1. Oh, Running STO, aber Homicide hat jetzt auch schon gut eingesteckt. Wieder wechselt zu Animal. Ja, und da kommt Homicide nicht mal auf die Beine. Wechsel. Homicide bleibt gut liegen. Wristlock und Armbreaker. Gehen weiter auf den Arm von Homicide. Und jetzt einfach Elbow in den Nacken, nach hinten und Back Suplex. Oh, das sind die harten Moves halt bei den Warhorses. So, Homicide konnte das aber noch. Oh, da wollte er wohl wieder Running STO, Mann. Ist aber dann ins Knie gerannt und zack. Ah. Homicide hat daraus gelernt. Ja. Und hat. Ist nicht normal auf der Seite. Und Guillotine DDT. Der ist so sick auch. Ja. Der hat die besten DDTs. Dreht ihn rum. In. Oh, okay, Submission Griff. Hawk muss kommen. Hawk ist da. Hawk ist da. Aber jetzt packt sich hier. Packt er sich hier Hawk. Und. Oh, da ist dieser böse DDT. Und da hinten, was gibt's da hinten? Suplex, oh, die Legion of Doom ist down. Outlaw Inc. all over the top. Aber Hawk steht wieder. Schläge von Animal, nein, kriegt sich. Kassiert den Guard Kick von Homicide. Und Homicide packt ihn sich hier. Und wieder Soccer Kick. Alter, was der schon den Rücken auch kassiert hat, ne? Ist nicht von dieser Welt. Ein Kopfkiller und das war's, aber. Oh ja. Aber ich glaube, den sehen wir nie. Nein, wir sehen Kimura Lock! Kimura Lock! Und? Hawk ist da. Hawk ist da. Gott sei Dank ist Hawk da. Und? Reverse DDT. Ich hätte gerne auf die Spinning Backfist gesehen. Will er den jetzt hier covern? Oder hinlegen? Vielleicht für einen Cover? Versuch, oh, Hawk kommt rein. Nee. Das reicht noch so guck, für einen. Guck dir das an, Kingston hat da gar keine Lust zu. Ja, Kingston ist jetzt nur noch Bewacher, ne? Ja. Shoulder Block, schöne Aktion. Wechsel zu Hawk. Eddie Kingston ist nicht da. Homicide muss alleine weitermachen. Und, nee. Kein Vintage. Und? Was ein kleiner Chop. Und auch ein Elbow in den Rücken hinterher. Die haben so viel eingesteckt schon. Und jetzt? Die Powerbomb! Powerbomb, nein! Facebuster! Facebuster Konter von Homicide. Und jetzt die Chance! Zu wechseln. Zu Eddie Kingston. War auch wichtig. Oh, das war sehr wichtig. Und Eddie Kingston, Gutkick. Und Backbreaker. Nein. Side Rush nicht. Ganz großer Konter von Hawk. Und tritt ihm auf den Arm. Komm, Rings of Saturn und dann ist hier Feierabend. Nein, er bearbeitet weiter. Das ist natürlich clever, damit er die Kraft aus der Spinning Backfist nehmen kann. Und Elbow Drop. Also das Match hält, was es verspricht auf bisher. Auf jeden Fall. Ganz großes Kino, dieses Match. Ausgeglichen. Oh, was ein Flapjack! Und?
Hat er damit Eddie Kingston ausgenockt, aber doch nicht in der Ringecke vor Homicide. One. Na, Quatsch. Quatsch, da muss. Oh, not tag zu Homicide. Und Impact ist. Oh, den ersten kriegt er hin, den zweiten auch? Nee. Nope. Nope. Ausgekontert von Animal. Und Hawk. Aber da, was für ein. Ich glaube, das wollte er nicht. Ich glaube, das wollte Hawk nicht. Das wollte er nie und nimmer. Er wollte Homicide wegspielen und trifft dann Animal. Oh, oh, oh. Aber Animal steht wieder oben auf dem Apron. Das ist alles wieder gut, aber ob das noch zu Diskussionen führt, wir wissen es nicht. Greift Animal ein? Ja, er greift ein. Also er nimmt das nicht übel. Doch, vielleicht doch. Tut er. Doch, tut er. Er tappt aber nicht! Aber Hawk tappt nicht! Was? Das ist schon so ewig im Match! Das ist echt so. Ja, der ist gedacht, der tappt, aber er tappt nicht. Harte Close von. Hat Animal ihm das doch übel genommen, weißt du? Running STO! Finish! Dass er da nicht tappt, nee, mir war eigentlich völlig klar, dass er tappt. Ja. Rings of Saturn, weit weg von Eddie Kingston! Halt ihn auf! Halt ihn auf! Nein. So knapp, ne? Ja. Und Schläge. Oh Gott. Oh Gott. Hängt ihn ins Seil Was wird das? Was wird das? Ah, er wirkt den einfach nur. Im Seil. Shit, Alter. Oh, Half-Boston-Grab! Half-Boston-Grab! Muss er tappen? Ich glaube, da ist kein Eddie Kingston! Er tappt! Oh mein Gott! Weil kein Eddie Kingston da war, um einzugreifen. Ich glaube, da Animal hat sich draußen drum gekümmert. Und im Half-Boston-Grab tappt dann. Unbelievable! Homicide muss tappen! Oh, scheiße. So viel zum sicheren Tipp, ne? Ja, so viel zum sicheren Tipp. Die Road Warriors machen es. Das heißt, WWE gewinnt erstens bei Best vs. Beast, zweitens beim Tag Team Contest. Jetzt komm, jetzt kannst du noch warten mit dem Trinken, bis wir aufhören. Das ist nicht, ich hab mir die Flasche nur genommen. Ja, ja, man sieht das ja. Sieht doch nicht schön aus. So! Du bist auch im Bild. Wo wir gerade bei Sieht nicht schön aus sind. Die Road Warriors gewinnen und sind damit Unified Tag Team Champions of the World! So schaut's aus. Die halten die ROH-Gürtel hoch und der andere hält den WWE-Titel hoch. So sieht's nämlich aus. Sie haben beide Titel geholt. Sie sind später zugekommen, aber sie sind das nun mal eins der größten Tag Teams aller Zeiten. Ich hab das noch gesagt, die haben diese Nehmerqualität und genau das haben sie schon wieder bewiesen. Und die beiden scheinen auch nicht mehr böse zu sein. Hawker wollte ihn niemals im Leben da runter spieren, aber niemals. Homicide ist umgefallen und er trifft halt Animal. Getroffen. Und da sind sie, schaut euch an! ROH and Tag Team Champions, die Road Warriors! Und damit kommen wir, zu unserem ersten World Title Match. Morgen für euch. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.